Ja, liebe Gäste, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bedanke mich dafür, dass Sie hier der Sprechstunde Altona sich zugeschaltet haben. Es geht um ein spannendes Thema, ein schwieriges Thema, je nachdem, wie man selbst betroffen ist. Ein aktuelles Thema, denn es gibt Informationen über ein neues Medikament. Und ich möchte heute Ihnen einen Überblick geben. Was ist eigentlich eine Demenz? Wie entwickelt sie sich? Welche verschiedenen Demenzformen gibt es? Was liegt der Demenz zugrunde? Was hat sie für einen Verlauf? Wie kann man sie diagnostizieren? Wie kann man sie verhindern oder zumindest alles dafür tun, dass man keine Demenz bekommt oder vielleicht erst in wirklich sehr spätem Alter eine Demenz bekommt? Und was gibt es für therapeutische Möglichkeiten? Ja, also Demenz verhindern geht das, ist die Frage. Und Sie sehen hier schon so ein bisschen ein Bild, das man verbinden würde mit einer doch schon relativ weit vorangeschrittenen Demenz, wenn man sozusagen die Funktionalität des Kühlschranks nicht mehr so richtig einordnen kann und dort die Socken einlagert. Das ist natürlich dann schon relativ weit vorangeschrittene Demenz, zeigt aber so ein bisschen, wie unterschiedlich vielfältig die Symptome einer Demenz eben sein können. Ja, und hier so ein paar Schlaglichter oben links in der Ecke. Manfred Spitzer, ein Psychiater aus Ulm, den vielleicht einige von Ihnen kennen, von seinen Auftritten, der forscht viel oder setzt sich sehr dafür ein, dass unsere junge Generation, die eben ganz anders aufwächst als meine Generation und vielleicht auch Ihre Generation eben sehr intensiv mit digitalen Medien unterwegs ist, dass er propagiert, dass es sowas gäbe wie eine digitale Demenz, also dass wenn man zu sehr auf Smartphone und YouTube und andere Kanäle fixiert ist, dass man anders sein Gehirn letztendlich auch trainiert und selbst sozialisiert, wie wenn man auch noch in der Lage ist, vielleicht mal 2 Stunden am Stück in einem schönen Buch zu lesen. Das ist aber heute hier nicht das Thema, ist ein wichtiges Thema, aber darüber werden wir heute nicht reden. Aber wir reden ein bisschen über die Möglichkeit moderner Diagnostik, Stichwort Amyloid PET. Wir reden in der Mitte FDA-Grants, Accelerated Approval for Alzheimer's Drug, ein neues Medikament, was in Amerika von der FDA zugelassen wurde zur Behandlung der Alzheimer-Demenz. Ein Medikament, was eine ganz neue Wirkform letztendlich repräsentiert. Aber dazu werde ich auch, glaube ich, berechtigterweise einiges an kritischen Dingen Ihnen dann noch vortragen. Es geht ein bisschen um die Frage, wie kann man überhaupt eine Alzheimer-Demenz auch feststellen? Da gibt es neue Bluttests, die vielleicht in den nächsten paar Jahren kommen werden. Und eben natürlich die Frage, wie kann man vorbeugen? Und ich möchte beginnen mit der Frage, was ist denn jetzt nun eigentlich eine Demenz? Wie kann man das denn definieren? Und ist ein vielleicht ein bisschen älterer Mensch, der ein bisschen tüdelig wird und der das ein oder andere Mal einen Gegenstand verlegt und nicht mehr wiederfindet oder dem mal ein Name eines Bekannten nicht einfällt, den er schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hat, ist das dann alles schon gleich eine Demenz? Und nein, das ist eben alles nicht gleich eine Demenz. Demenz ist der Verlust eines vorher vorhandenen Leistungsvermögens in Bezug auf die Gedächtnisfunktion, aber auch die Sprache und das Sozialverhalten. Und eine alltagsrelevante Abnahme der intellektuellen Leistungsfähigkeit, Gedächtnisauffassung, Denken, Orientierung und ein kognitiver Verlust dieser Funktionen über einen Zeitraum von 6 Monaten. Also Demenz ist definiert als ein Prozess, der mindestens über 6 Monate voranschreitet. Und um das vielleicht nochmal so zu erläutern, wenn ein Patient einen akuten Schlaganfall hat und hat in diesem Rahmen eine Einschränkung seiner intellektuellen Leistungsfähigkeit, dann ist das eben noch keine Demenz, denn er kann sich davon noch erholen. Und die Ursache dieser Abnahme der Leistungsfähigkeit ist eben die akute Durchblutungsstörung im Gehirn. Umgekehrt gibt es aber Patienten, die haben
mehrere Schlaganfälle gehabt und haben in dem Rahmen eine vaskuläre Demenz. Und es ist eben dann auch zu beobachten und zu verzeichnen, dass die Leistungsfähigkeit dann eben langsam als Prozess über ein halbes Jahr und länger voranschreitet. Und dann würde man eben bei solch einer prozesshaften Verschlechterung von einer Demenz reden. Gut, wie schaut es aus mit der Bevölkerungsentwicklung? Sie sehen hier auf der linken Seite 2001 Männer, Frauen links, rechts. Und Sie sehen hier noch so eine, ich sag mal, eine ordentliche Taille ein kleiner Bauch vielleicht auch so im Alter von um die 30 bis 50 Jahre alt. Also hier viele Patienten in diesem mittleren Lebensalter. Und Sie sehen, dass hier bis 2050 wird sich dieser Bereich eben weiter nach oben, sprich hin zu den alten Menschen, verschieben. Das heißt, unsere Gesellschaft wird älter mit all den Folgen, die Ihnen ja bekannt sind, die damit eben im Zusammenhang stehen und vor allen Dingen natürlich auch mit einer Zunahme der Demenz. Und wenn Sie sich diese Alterspyramide hier vorstellen würden, wie das vielleicht 1960 ausgesehen haben mag, da war das hier oben alles ganz, ganz dünn. Und hier unten, das war alles sehr viel dicker. Da gab es eben viele, viele Menschen so im Alter zwischen 20 und 30 bis 40. Und es gab eben weniger Menschen, die überhaupt ein Alter von 80 Jahren erreicht haben. Und natürlich ist die Demenz eine Alterserkrankung und natürlich steigt das Risiko einer Demenz mit dem Alter. Und wenn es insgesamt in einer Gesellschaft wenige alte Menschen gibt, dann ist auch die Demenz eben seltener und stellt auch insgesamt nicht so ein großes gesundheitsökonomisches Problem dar, wie es das jetzt aktuell schon tut und wie wir auch in den nächsten Jahren erwarten müssen, dass diese Probleme zunehmen. Nur ein paar Stichworte, Pflegekapazität. Wenn wir davon ausgehen, dass in Deutschland derzeit 1,7 Millionen Demenzkranke erleben, jedes Jahr 300.000 Neuerkrankungen, dazu kommen wir im Jahr 2050 mit 2,5 Millionen Demenzpatienten vielleicht rechnen müssen, dann kann man sich vorstellen, dass das alles natürlich eine Fülle von verschiedensten Problemen birgt. Hier nochmal kurz, also die Demenzhäufigkeit in Deutschland, hier in der Mitte die Zahlenkolumne mit der Zunahme der Prozentzahl in Abhängigkeit des Alters. Und wenn wir hier mal so ein Alter betrachten, 80 bis 85, wo es heutzutage eben viele gesunde ältere Menschen gibt, die natürlich dieses Alter erreichen und dann sind es immerhin schon 13%, die von einer Demenz betroffen sind. Und wenn die Patienten, wenn der Mensch dann noch älter wird und dann kann das bei über 90-Jährigen über ein Drittel betragen. Also ganz klar, Demenz ist eine Funktion auch von Alter, was nicht bedeutet, dass es nicht sehr viel weniger, Gott sei Dank, sehr viel weniger Patienten jetzt auch hier im Alter zum Beispiel von 65 bis 69 gibt, die schon eine Demenz haben. Und das ist oftmals, sind das aber andere Erkrankungen, komplexe, seltene Erkrankungen, auf die ich gleich auch gerne nochmal im Rahmen einer weiteren Folie eingehe. Also Verdoppelung der Erkrankten innerhalb der nächsten 30 Jahre. Und wenn Sie heute 55 Jahre alt sind, dann ist das Risiko, dass Sie dement werden, immerhin 25%, also nicht so wenig. Und deswegen ist es insbesondere für diejenigen unter Ihnen, die jetzt so im mittleren Alter sind, ganz wichtig, genau zuzuhören und ein bisschen zu reflektieren, was ich Ihnen mitteile und wie Sie gegebenenfalls eben auch eine Entwicklung hin zu einer Demenz verhindern können. Nun zunächst hier der Verlauf der kognitiven Leistung. Sie sehen hier unten das Alter, hier sind sozusagen die Neugeborenen und dann die Schulkinder. Und Sie sehen, dass so Schulkinder, die saugen das Wissen auf wie ein Schwamm. Wenn Sie Enkel haben oder Kinder, dann werden Sie sich erinnern daran, wie das ist. Und das ist großartig. Und je mehr Wissen man akkumuliert, könnte ganz banal sagen, je schlauer man ist, desto mehr kognitive Reserve hat man. Und kognitive Reserve heißt, wenn dann irgendwann im Alter mal eine Demenz beginnt und man hat aber eine hohe kognitive Reserve, man hat sein ganzes Leben lang eben sich bemüht, dran zu bleiben, intellektuell dran zu bleiben, man hat Zeitung gelesen, man hat sich ausgetauscht, man war offen für neue Dinge,
dann ist das eine Haltung, die per se dazu führt, dass das Absinken dieser Kurve hier hinten in Richtung einer Demenz, dass das später auftritt. Und das, was Sie hier sehen, das ist sozusagen der ganz normale altersbedingte Abbau von Nervenzellen. Und Sie sehen, das fängt schon relativ frühzeitig an, dass Kognition vielleicht auch schon wieder ein bisschen nachlässt. Man kann das lange Zeit kompensieren durch, ich sag mal, Alterserfahrung, durch Weisheit sozusagen. Aber es kommt dann irgendwann, kommt hier der Punkt, wo kognitive Leistung nachlässt und eben auch die Krankheiten langsam sich auswirken und ein Punkt, wo es dann zu einer Demenz kommen kann. Und ob das jetzt hier mit 70 ist oder ob das mit 90 ist, das hängt eben davon ab, wie hoch diese Kurve hier insgesamt gewesen ist und hängt natürlich auch davon ab, wie rasch diese Kurve der verschiedenen Faktoren, hier Alzheimer-Demenz, Lewy-Körperchen-Demenz, eine frontotemporale Demenz oder aber auch Durchblutungsstörung des Gehirns, wie steil diese Kurve verläuft. Und wenn diese Kurve ganz steil verläuft, und dann werden Sie in Ihrem Leben keine Demenz erleben. Und wenn Sie aber sehr ungesund leben, rauchen, viel Alkohol trinken, und dann müssen Sie davon ausgehen, dass eben in relativ frühen oder mittleren Jahren schon eine Gefäßverkalkung auftritt, die insbesondere in Kombination mit einer Veranlagung zu einer Alzheimer-Demenz dazu führen kann, dass man schon relativ früh eben eine Demenz entwickelt. Und dann gibt es eben die Prophylaxe, also die vorbeugenden Maßnahmen, da sprechen wir noch intensiver drüber. Und es gibt natürlich die Hoffnung auf eine wirksame Therapie, die dazu führt, dass hier diese Kurve des kognitiven Abbaus, des Abbaus der geistigen Leistungsfähigkeit, dass die langsamer verläuft oder dass man die vielleicht auch, dass man die, das Absinken eben verzögern kann. Gut, was sind Anfangssymptome der Demenz? Ganz häufig für diejenigen, die noch berufstätig sind, Probleme bei der Arbeit. Ja, man kann sich nicht mehr erinnern, was man in einem Telefonat gestern oder vorgestern mit einem Kunden besprochen hat. Dinge, die in der Vergangenheit nie ein Problem waren. Kommunikationsstörungen, Persönlichkeitsveränderungen, entweder hin zu vermehrter Reizbarkeit und Aggressivität oder aber auch ein Rückzug und ein bisschen Lethargie. Und depressive Grundhaltung. Es ist dann so, dass bei vielen Patienten oft Orientierungsstörungen auftreten. Man verfährt sich mit dem Auto auf einer Strecke, die man vielleicht ein Jahr lang nicht mehr gefahren ist. Hat vielleicht Probleme beim Tanken, weiß nicht mehr richtig, wie man den Tankdeckel öffnet und den Zapfhahn in den Stutzen einführt. Ein Leistungsknick, sowohl körperlich als auch geistig. Probleme im Umgang mit dem Autofahren, haben wir schon gesagt, mit dem Geld zum Beispiel auch. Man fühlt sich nicht mehr sicher beim Online-Banking, was man vielleicht die letzten Jahre immer problemlos gemacht hat. Oder auch bei dem Ausfüllen von Überweisungsscheinen, macht vielleicht auch Fehler, die gegebenenfalls auch Konsequenzen nach sich tragen können. Und natürlich Gedächtnisprobleme in Form von Kurzzeitgedächtnisstörungen und im späteren Verlauf dann auch Langzeitgedächtnisstörungen. Ja, wer aus Hamburg ist, der kennt die Weizstraße. Hier aus einer Zeitung kürzlich heraus fotografiert. 24 Mal sind in der Einkaufsstraße, in der Weizstraße, die Schaufenster gekracht, weil Fahrerinnen und Fahrer die Bremse und das Gaspedal verwechselt haben und dann im Schaufenster standen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass all diejenigen, denen dieses Ungeschick passiert ist, jetzt dement wären, aber solche alltagspraktischen Dinge, die dann auf einmal nicht funktionieren, sollten zumindest immer dazu führen, dass man mal drüber nachdenkt, ob das gegebenenfalls nicht auch ein Anfangssymptom einer demenziellen Entwicklung sein könnte. Es kann auch einfach sein, dass man ein neues Auto hat und noch nicht so richtig an die Automatik zum Beispiel gewöhnt ist. Gut, ich hatte eben gesagt, es gibt verschiedene Formen der Demenz und das ist hier aufgeführt. Sie sehen hier, der große Teil, 55%, das ist die Alzheimer-Krankheit. Und ob Sie die Veranlagung zur Alzheimer-Erkrankung in sich tragen oder nicht, das kann man zumindest nicht beeinflussen. Es gibt seltene familiäre Formen, wo Alzheimer zu einem relativ frühen Zeitpunkt mit 60, 65 Jahren schon auftritt und familiär vererbt wird. Das ist aber insgesamt sehr selten. Meistens ist es so, dass man keine eindeutige
genetische Disposition sozusagen ausmachen kann. Aber natürlich spielt Genetik eine Rolle. Aber man kann in solchen, man kann gegen den Ausbruch der Alzheimer-Erkrankung bisher wenig tun. Es gibt eine Einschränkung, das neue Medikament, kommen wir am Ende drauf zu sprechen. Es gibt dann hier diesen Teil 15% vaskuläre Demenz. Vaskulär, das bezieht sich auf die Gefäße, auf die Hirngefäße. Und das heißt, ich hatte das eben ja schon mal angesprochen, es gibt Patienten, die nicht nur einen, sondern vielleicht mehrere Schlaganfälle haben oder die chronische Durchblutungsstörungen haben. Patienten mit Diabetes, mit einem hohen Blutdruck, der nicht eingestellt ist, wo kleine Gefäße verstopfen und eine kleine Durchblutungsstörung zur anderen kommt und das geht 10, 15 Jahre lang, geht es gut und irgendwann ist das Fass übergelaufen und das Ausmaß der Durchblutungsstörung ist so groß, dass es eben zu einer Demenz kommen kann und es gibt dann eben auch Kombinationen aus diesen beiden Demenzformen, der vaskulären Demenz und der Alzheimer-Erkrankung. Das ist die gemischte Demenz und das ist relativ häufig. Und das bedeutet aber auch, dass wenn man alles tut, um eine vaskuläre Demenz zu verhindern, dass man dann das Risiko für eine Alzheimer-Erkrankung auch senkt. Und dann gibt es seltene Erkrankungen, auf die ich jetzt hier heute nicht im Detail eingehen möchte. Frontotemporale Demenzen, das sind Demenzformen, wo vor allen Dingen das Stirnhirn betroffen ist und wo die Patienten durch Persönlichkeitsveränderungen auffallen. Es gibt eine Parkinson-Demenz, das heißt, dass im Spätstadium der Parkinson-Erkrankung auch Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit hinzukommen. Es gibt den Normaldruck-Hydrocephalus, wenn das Nervenwasser im Gehirn nicht ausreichend wieder zurück übernommen wird und sich das Hirnwasser staut, dann kann das dazu führen, dass eben eine Demenz auftritt. Das kann man heutzutage ganz gut diagnostizieren mit CT oder Kernspintomographie und kann gegebenenfalls eine Nervenwasserpunktion vornehmen, kann Nervenwasser ablassen und kann schauen, ob das zu einer Verbesserung der Symptome führt. Hier als seltene Form noch HIV-Enzephalopathie, also viele Formen einer Hirnentzündung können in einer Demenz letztendlich enden. Und Lewy-Körperchen-Demenz ist eine seltene Kombination aus einer Parkinson-Erkrankung und aus einer Demenz. Also es gibt ganz verschiedene Ursachen und das ist Aufgabe des Neurologen, das herauszufinden. Und der häufigsten Form der Demenz, nämlich der Alzheimer-Demenz, den Namen gegeben hat, das ist der Alois Alzheimer, der von 1864 bis 1915 lebte. Sehen hier sein Bild und er hat 1901 einen Fall beschrieben, eine 50-jährige Frau Auguste Deter. Und er hat hier skizziert, wie die Visite bei dieser Patientin eben vonstatten ging, die eine sehr schwer ausgeprägte Demenz hat, was man schon sehen kann. Er fragt sie, wie heißen Sie? Auguste, Familienname Auguste, wie heißt Ihr Mann? Ich glaube Auguste. Also da sieht man, dass diese Patientin eben doch alleine schon eine schwere Sprachverständnisstörung hatte. Also sie war gar nicht mehr in der Lage zu verstehen, was von dem Arzt an Fragen an sie herangetragen wurde. Auch einfache Fragen, die sie nicht mehr beantworten kann. Also ein Spätstadium einer Demenz. Und er hat Alois Alzheimer dann später auch hat eine Obduktion durchgeführt, Gehirne untersucht und hat eben typische Veränderungen festgestellt. Und man kann das so in drei Teile vielleicht packen. Die eine typische Veränderung bei der Alzheimer-Erkrankung ist, dass die Neurofibrillen abgebaut werden und nicht mehr funktionieren. Man muss sich das so vorstellen, so eine Zelle, das ist eine wabbelige Struktur, ja, die so ein bisschen auch in Bewegung ist. Und die muss gestützt werden, sonst würde sie kollabieren und würde nicht mehr funktionieren. Das heißt, da ist wie so ein kleines Gerüst in der Zelle, die Form der Zelle aufrechterhält, damit sie entsprechend gut funktionieren kann. Und das sind die sogenannten Neurofibrillen. Und wenn die abgebaut werden, kann man sich vorstellen, dass es dann eben dazu kommt, dass eine Zelle kaputt geht und eben dann entsprechend nicht mehr funktioniert und nicht mehr für ihre Aufgabe, nämlich Kognition zu ermöglichen, zur Verfügung steht. Und dann gibt es das Beta-Amyloid. Das sind Eiweißstoffe, die außerhalb der Zellen im sogenannten Extrazellulärraum, also in dem Raum um die Zellen drumherum sozusagen, abgelagert werden. Das ist ein bisschen so,
wie wenn die Müllabfuhr nicht kommt und über Wochen dann die Müllberge sich türmen. Und dann ist irgendwann auch das normale gesellschaftliche Leben ist nicht mehr möglich und kommt zum Erliegen. Das ist der Ansatzpunkt eines neuen Medikamentes, Aducanumab, was eben an dieses Beta-Amyloid bindet und dann eben das Amyloid aus diesem extrazellulären Raum herauslöst. Weitere Details dazu später. Und die dritte Ebene, also neben den Neurofibrillen, dem Amyloid, ist, dass die Botenstoffe im Gehirn, dass die nicht mehr richtig funktionieren, dass die nicht in der richtigen Zusammensetzung sind. Und wenn die Botenstoffe die Information von einer Nervenzelle zur anderen Nervenzelle transportieren, wenn dieser Transport oder diese Signalbotschaft eben nicht erfolgt, dann kann man sich vorstellen, dass das Gehirn eben auch nicht mehr richtig funktioniert und Symptome einer Demenz auftreten können. Nun, was passiert, wenn ein Patient mit Demenzverdacht zum Neurologen kommt? Wichtig ist immer eine ausführliche Anamnese. Also man fragt, wann hat das denn angefangen? Wie lange geht das schon? Wie äußern sich die Symptome? Es ist dann immer wichtig, dass man nicht nur eine Eigenanamnese, also den Patienten selbst befragt, sondern auch eine Fremd- und Familienanamnese hat. Also dass man einen nahen Angehörigen auch befragt. Denn die Einschätzung des Patienten, der eine Gedächtnisstörung hat, ist eben oftmals natürlich nicht objektiv, sondern sehr subjektiv. Und das muss auf jeden Fall ergänzt werden durch eine Fremdanamnese. Natürlich muss auch eine internistische Erkrankung ausgeschlossen werden. Es gibt zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktionen, die können sich letztendlich wie eine Demenz darstellen. Also ganz wichtig, dass man sowas ausschließt. Einfache Laboruntersuchungen. Man kann dann auch eine komplexere neuropsychologische Untersuchung durchführen und viele Kliniken, wie hier in Altona, haben eine sogenannte Gedächtnissprechstunde. Das heißt, dort sitzt ein Neuropsychologe, Neuropsychologin, die eben so über eine halbe, dreiviertel Stunde etwa eine ganze Reihe von verschiedenen Tests durchführen, mit denen man insbesondere in einem Frühstadium feststellen kann, ist es denn wirklich eine Demenz oder ist es, ich sage das mal so ein bisschen in Tüttelchen, ist es ein bisschen Alterstüttelichkeit. Ja? Man sollte immer eine Bildgebung durchführen. Warum, komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Und je nachdem, wenn es ein jüngerer Patient ist, ich sage mal bei dem 70-jährigen Patienten, da sollte man schon auch eine Nervenwasseruntersuchung durchführen. Einmal, um eine Entzündung des Gehirns auszuschließen. Und zweitens, weil man sogenannte Demenzmarker bestimmen kann. Also das Beta-Amyloid, da haben wir eben schon vorhin gehört. Das ist eben ein Eiweißstoff, den kann man nachweisen im Nervenwasser und kann eben, je nachdem wie hoch die Werte sind für diese verschiedenen Proteine, kann man eben relativ sicher sagen, ob eine Alzheimer-Demenz vorliegt, und dann gibt es eine Reihe von spezialisierten Untersuchungsmöglichkeiten. Es ist bei weitem nicht bei allen Patienten immer notwendig, all diese Untersuchungen durchzuführen. Je jünger der Patient, je rascher voranschreitend eine Demenz ist, desto mehr muss man untersuchen. Je älter der Patient, desto mehr kann man sich auch auf die klinische Untersuchung alleine verlassen. Und das ist hier mal so ein kleines Exempel eines ganz einfachen Tests, eines Uhrentests. Da bekommt der Patient die Aufgabe, dass er die Ziffern einer Uhr eintragen soll, einmal rundherum von 1 bis 12. Und dann sollen die Zeiger auf 10 Minuten nach 11 stehen. Also eine relativ einfache Aufgabe, werden die meisten von Ihnen sagen, denke ich. Und es ist aber immer wieder doch ganz verwunderlich, was dabei herauskommt. Und natürlich ist es so, dass wenn jemand die Aufgabe so umsetzt oder so umsetzt, dann gibt es doch ganz, ist das ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass offensichtlich doch eine relevante kognitive Störung vorliegt und dass man da ein bisschen weiter untersuchen muss. Also das hier nochmal zur Gedächtnissprechstunde, das ist der Flyer, den man runterladen kann, auch von unserer Homepage, und da wird eben ein bisschen intensiver als das, was der Neurologe so in seiner Sprechstunde macht, ein bisschen mehr in die Tiefe gehend, das Gedächtnis getestet, verbales Denken, Rechenleistung, visuell-räumliche Fähigkeiten, Handlungsabläufe, Sprachfunktion, also einfach ein bisschen detaillierter. Und das hatte ich schon gesagt, also es ist vor allen Dingen für jüngere Patienten, je jünger, desto eher
sollten solche Vorstellungen in einer neuropsychologischen Gedächtnissprechstunde erfolgen. Und wir hatten eben darüber gesprochen, oder ich hatte gesagt, bei jedem Patienten mit einer relevanten Abnahme der Gedächtnisleistung muss einmal ein Bild des Gehirns erfolgen. Das kann ein CT sein, ein bisschen aussagekräftiger ist manchmal das MRT. Und das sind hier einfach so ein paar Beispiele. Das ist ein Patient, der hat eben Blutergüsse beidseits im Gehirn. Das heißt, das Gehirn ist hier total zusammengeschoben und geschnürt. Und da hat sich eben ein großer Bluterguss gebildet. Und das ist offensichtlich, dass das A für die Hirnfunktion nicht zuträglich ist und dass, wenn sowas langsam voranschreitet, der Patient Symptome einer Demenz haben kann. Und auf der anderen Seite ist aber klar, dass der Neurochirurg das relativ einfach mit einem kleinen Bohrloch wieder absaugen kann und dass das eine behandelbare Demenzform ist, wenn Sie so möchten. Keine behandelbare Demenzform sind die beiden Beispiele hier nebenan, aber deswegen nicht weniger wichtig, dass man sie erkennt. Ein Glioblastom, also ein bösartiger Hirntumor oder eine Gliomatose, ein Hirntumor, der sich so flächig in beiden Hirnhälften ausbreitet. Das ist leider eine Erkrankung, die man auch heute noch nicht wirklich heilen kann und ist eine Erkrankung, die eben trotz Therapie meistens voranschreitet. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass man weiß, womit man es zu tun hat, wenn die Symptome einer Demenz bestehen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man so eine Bildgebung durchführt. Es kann auch sein, dass ein Meningiom festgestellt wird, ein gutartiger Tumor, den man operativ entfernen kann und dass die Symptome, die an eine Demenz denken ließen, sich dann auch nach der Operation wieder zurückbilden. Es können Metastasen dahinter stecken, es können Blutungen, Hirnblutungen dahinter stecken. Und hier von dem NPH, dem Normaldruckhydrozephalus, da hatte ich eben schon gesprochen. Das heißt eben, dass hier das Hirnkammersystem so richtig balloniert und aufgeweitet ist. Der Mensch produziert am Tag etwa einen halben Liter Nervenwasser. Und wenn er einen halben Liter produziert, muss auch ein halber Liter wieder aus dem Hirnkammersystem zurück aufgenommen werden. Und wenn es da eben Probleme gibt und das nicht geschieht, dann staut sich dieses Nervenwasser auf. Und auch das ist eine prinzipiell behandelbare Erkrankung, indem hier so ein kleines Schläuchlein implantiert wird, um das überschüssige Nervenwasser abzulassen. Ja, ich will auf eine Demenzform, weil sie so häufig ist und weil es die Demenzform ist, gegen die man am besten etwas tun kann, nochmal kurz darauf eingehen. Das ist die vaskuläre Demenz. Ich hatte eben schon gesagt, das ist etwas, wo kleine Gefäße zugrunde gehen. Auch hier gibt es einen bekannten deutschen Neurologen, Binswanger, der wirkte in Jena und er hat eine bekannte Arbeit geschrieben, die Neurologen kennen. Und er beschreibt hier eine Erkrankung, beginnt an der Schwelle des Greisenalters, anfangs der 50er Jahre oder im ausgeprägten Senium der 60er Jahre. Da sieht man mal so ein bisschen, wie sich unsere Gesundheitserwartung auch entwickelt hat. Ne? 1890 war man mit 50 alt und mit 60 steinalt und hat dann eben auch durchaus schon Zeichen einer vaskulären Demenz zeigen können, weil es natürlich auch noch keine Behandlungsmöglichkeiten für den Bluthochdruck oder den Diabetes zum Beispiel gab. Und das, was man bei solchen Patienten findet, ist, dass nicht die Hirnrinde, aber der Bereich des Gehirns darunter, das sogenannte Marklager. Und das Marklager ist der Teil, wo Informationen von vorne nach hinten, von links nach rechts weitergeleitet werden, von oben nach unten weitergeleitet werden. Sie können sich vorstellen, diese weißen Flecken, die hier nicht hingehören, die sind wie Kaltlötstellen im Gehirn. Es ist nicht so, dass da gar keine Information mehr durchgehen würde anhand der ganzen vielen Millionen kleinen Neurone und Nervenleitungen, die hier runtergehen. Aber Sie können sich, glaube ich, gut vorstellen, dass die Weiterleitung von Informationen hier in diesem Bereich von links nach rechts, von oben nach unten, von vorne nach hinten, dass diese Weiterleitung von Informationen, dass die doch erheblich beeinträchtigt ist. Und wenn solch eine Weiterleitung von Informationen beeinträchtigt ist, dann ist das nichts anderes als auch die Grundlage einer demenziellen Entwicklung. Und das ist eben etwas, wo man etwas gegen tun kann. Und da sind wir so ein bisschen bei der Prophylaxe, bei der Vorbeugung. Das eine ist körperlich und geistig aktiv bleiben. Bis ins hohe Alter ist eine sehr, sehr gute Vorbeugung, nicht nur gegen Herzinfarkt, nicht nur gegen andere Gefäßerkrankungen, Durchblutungsstörungen der Beine,
nicht nur gegen den Schlaganfall, sondern auch gegen die Demenz. Und ich habe es eben schon mal gesagt, aber ich will es nochmal wiederholen, weil ich es eben so wichtig finde. Diese Form der Vorbeugung, die sollte eben nicht erst dann stattfinden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn sie einen Herzinfarkt, wenn sie einen Schlaganfall hatten, wenn sie Schmerzen kriegen in den Beinen, weil die Gefäße verstopft sind, sondern es ist gerade in dem Alter so Ende 40, Anfang 50 wichtig, dass man regelmäßig einmal im Jahr mal zu seinem Hausarzt geht, sich mal durchchecken lässt, mal gucken lässt, ob man erhöhten Blutdruck hat. Denn der Bluthochdruck ist mit der wichtigste Risikofaktor für die Verkalkung von Gefäßen. Und das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn Sie einen Gartenschlauch haben und haben das ganze Jahr über vollen Druck auf so einem Gartenschlauch, dann wird der sehr viel rascher porös, wie wenn Sie diesen Schlauch schonen und nur Druck drauf geben, wenn Sie Ihren Rasen wässern wollen. Also das ist so ein ganz einfaches Beispiel vielleicht, um das zu verstehen. Das ist also ganz wichtig. Und zum gesunden Leben gehört natürlich auch entsprechende Diät. Ich bin kein großer Freund von all den Diäten, die man in den verschiedensten Zeitschriften finden kann, sondern die beste Diät, die Sie einhalten können, ist die sogenannte mediterrane Diät. Das heißt, wenig rotes Fleisch, viel Fisch, Gemüse, Obst, Olivenöl. Ja, man muss es gar nicht so kompliziert machen. Und was natürlich bei Diät immer ein ganz wichtiger Punkt ist, wer mehr isst, als er verbraucht, nimmt zu. So einfach ist das. Und natürlich ist Übergewicht nicht nur ein ganz wichtiger Risikofaktor für Herzerkrankungen, für Schlaganfall, für Knochenerkrankungen, Bandscheibenvorfälle, Arthrose von allen Gelenken, sondern das spielt eben auch eine ganz wesentliche Rolle im Sinne einer Vorbeugung einer Demenz. Dann gibt es Medikamente, die zurzeit auf dem Markt sind. Ich habe hier mal zwei beispielhaft genannt, Rivastigmin, Donepezin. Das sind sogenannte Acetylcholin-Esterase-Hemmer, also Medikamente, die in das Zusammenspiel der Botenstoffe im Gehirn eingreifen und dazu führen, dass das wieder so ein bisschen zurechtgerückt wird, sage ich mal. Das sind Medikamente, die man dann gibt, wenn man den Verdacht auf eine Demenz untermauert hat, also wirklich relevante Symptome auch schon bestehen. Und ja, ich glaube, man muss ganz realistischerweise sagen, das sind Medikamente, die haben einen gewissen Effekt, den viele Patienten und insbesondere auch Angehörige dann auch zu schätzen wissen, aber es sind natürlich keine Wundermedikamente. Und wenn diese Veränderungen im Gehirn, die ich Ihnen eben dargelegt habe, wenn die schon weit vorangeschritten sind, dann darf man so viel von diesen Medikamenten dann auch leider nicht mehr erwarten. Ein anderes Medikament, Axura, hat einen anderen Mechanismus, wird aber auch bei der Demenz eingesetzt. Über die Antikörpertherapie kommen wir gleich nochmal zu sprechen, auf Trainingsprogramme auch. Das hier ist eine sehr interessante Studie, die hat Folgendes gemacht. Man hat eine Gruppe von 20, so etwa 65-Jährigen, die hat man verglichen, die hat ganz normal weitergelebt und die andere Gruppe hat ein intensives Trainingsprogramm erhalten. Also dieser Gruppe wurde ein Personal Trainer zur Seite gestellt, der sichergestellt hat, dass diese Versuchsperson über ein halbes Jahr hinweg mindestens viermal in der Woche 45 Minuten Sport betrieben hat. Jetzt waren das keine Athleten, das waren auch keine kerngesunden 65-Jährigen, die ihr ganzes Leben aktiv Sport betrieben hätten, sondern das waren ganz normale Menschen, die zum Teil eher auch unsportlich waren. Und man hat aber gemeinsam mit diesen Menschen versucht, eben eine Sportart oder ein Sportprogramm herauszufinden, was ein bisschen angepasst war an vielleicht vorbestehende Probleme, also Kniearthrose oder Wirbelsäulenprobleme, und hat einfach Sportarten gesucht, die diese Personen eben dann auch 45 Minuten viermal in der Woche durchführen konnten. Und man hat vorher und nach Ablauf dieses halben Jahres sehr komplexe Untersuchungen gemacht, im Hinblick auf die Durchblutung des Gehirns, im Hinblick auf Laboruntersuchungen, also was die Blutfette anbelangte und was Entzündungsstoffe im Blut anbelangte, und hat sehr intensive
Tests auch der geistigen Leistungsfähigkeit durchgeführt. Da waren Rechenleistung wurde getestet und die Behaltenskapazität, also wie viele Wörter konnte man sich behalten, ein riesiges Programm. Und ich denke, Sie ahnen schon so ein bisschen, was dabei herauskam. Es kam heraus, dass die Gruppe, die eben sich intensiv bewegt hat und ein bisschen Sport betrieben hat, dass diese Gruppe sehr viel besser abgeschnitten hat als die andere Gruppe. Und das finde ich ein ganz wichtiges Ergebnis, weil es zeigt, dass es nie zu spät ist, gesund zu leben. Ja, man kann, auch wenn man 70, auch wenn man 75 ist, kann man durch eine gesunde Lebensgewohnheit und auch eine Lebensstiländerung dann vielleicht, kann man immer noch sehr viel nicht nur für seine körperliche Fitness, sondern auch für seine geistige Fitness tun. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ist die Demenz heilbar? Nein, sie ist nicht heilbar. Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es jetzt nicht so ein ganz besonderer Fall ist, wo man einen gutartigen Hirntumor hat, dann wäre es heilbar. Aber wenn wir jetzt von den üblichen Demenzen ausgehen, Alzheimer, vaskuläre Demenz, dann ist es nicht heilbar. Sie ist aber immerhin verzögerbar. Und dazu gehört Sport, das haben wir schon besprochen, auch Dinge wie kulturelle Aktivitäten. Sport kann auch bedeuten, dass man tanzen geht. Kulturelle Aktivitäten kann bedeuten, dass man vielleicht einen Lesezirkel besucht oder dass man regelmäßig in das Theater, in Konzerte, in Ausstellungen geht, dass man sich austauscht. Also einfach, ich sag mal, der Begriff Gehirnjogging ist Ihnen allen geläufig und man kann sich jetzt vielleicht zu Hause hinsetzen, Sudoku machen, ist sicherlich eine gute Sache. Aber man kann vielleicht auch einfach geistig rege bleiben und kann sich für seine Umwelt interessieren, kann kommunizieren mit seinen Enkeln, mit Freunden, sich regelmäßig treffen. Also das sind alles ganz wichtige Dinge. Soziale Isolation ist ein schwerwiegender negativer Faktor für die Entwicklung einer Demenz. Gut, über die Vorbeugung, Blutdruck, Blutfette, nicht rauchen, denn Rauchen führt dazu, dass die kleinen Gefäße sich verschließen. Alkohol in Maßen ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Das Alkohol ist ein Nervengift und wer zu viel Alkohol trinkt, der tötet Hirnzellen ab. Und das ist natürlich etwas, was im schlimmsten Falle in einer Alkoholdemenz enden kann. Also zu viel Alkohol ist ganz schlecht. Und dann gibt es eben, und da haben viele vielleicht jetzt gespannt drauf gewartet, die neuen Informationen zu den Antikörpern gegen das Amyloid und dann auch noch andere. Und das, worüber ich am Ende jetzt hier mit Ihnen sprechen möchte, ist ein Antikörper, der auch in der Vergangenheit letztendlich gar nichts Neues darstellt, der schon seit Jahren zunächst in Tierversuchen und dann aber an Patienten getestet wurde und der jetzt aber vor etwa 5 oder 6 Wochen von der FDA, also von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, zur Therapie der Alzheimer-Erkrankung zugelassen wurde. Was ist es für eine Substanz? Aducanumab. Aducanumab ist ein sogenannter monoklonaler Antikörper, der Amyloid bindet. Sie erinnern sich, Amyloid erinnern sich an den bildhaften Vergleich. Die Müllsäcke werden nicht weggeräumt und stauen sich irgendwo auf den Straßen und auf den Gehwegen. Und das ist das, was das Amyloid macht. Es packt sozusagen den Müllsack und transportiert ihn aus dem Gehirn, aus der Stadt heraus. Und da gibt es jetzt hier die Möglichkeit, es ist die Frage, wie kann man das testen, dass das wirklich geschieht? Und man kann das eben sehr gut testen, indem man ein sogenanntes Amyloid-PET macht. PET steht für Positronenemissionstomographie. Das ist eine Computertomographie-ähnliche Untersuchung, wo man einem Patienten einen Antikörper spritzt, der eine ganz geringe Menge einer radioaktiven Substanz enthält. Und diese radioaktive Substanz, die bindet im Gehirn an das Amyloid. Und dann kann man eben solche Aufnahmen erzeugen, wo jedes Amyloid, an das dann dieser Antikörper, dieses Radioisotop für die PET-Untersuchung gebunden hat, eben zu hier so einem roten Punkt führt. Und dann kann man sehen, aha, das hier ist ein Patient, der hat also sehr viel Amyloid im Gehirn. Der hat auch, wenn man ihn neurologisch untersucht, Symptome einer Demenz und kann sozusagen ein bisschen klassifizieren, wie ausgeprägt ist die Erkrankung bei diesem Patienten und wie viel Amyloid hat er im Gehirn.
Und dann hat man eben der einen Patientengruppe ein Placebo gegeben, also ein Scheinmedikament, kein wirksames Medikament, und die andere Gruppe hat eben Aducanumab erhalten. Und Sie sehen schon, das hier ist die Placebo-Gruppe. Da hat sich über den Zeitverlauf von einem Jahr überhaupt gar nichts getan. Und Sie sehen das hier bei den anderen Patienten, die das Medikament erhalten haben, es in der Tat gelungen ist, dieses Amyloid aus dem Gehirn heraus zu transportieren. Jetzt ist es so gewesen, es gab drei solcher Studien. Und bei der zweiten Studie ist es so gewesen, dass die Studie abgebrochen wurde, weil eine Auswertung der Ergebnisse nicht zeigen konnte, dass diese Substanz überhaupt wirkt. Umso verwunderlicher war es, dass jetzt hier der historische Tag 7.6.2001 ausgerufen wurde, wo eben die amerikanische Gesundheitsbehörde dieses Medikament zur Therapie zugelassen hat. Und der Hintergrund war, dass man, nachdem zunächst mal die Prüfung dieses Medikaments abgebrochen wurde, weil man den Eindruck hatte, dass es nicht wirkt, man dann aber trotzdem diese Patienten weiter verfolgt hat und hat dann gesehen, dass im weiteren Verlauf eben nicht nur dieses Amyloid aus dem Gehirn herausgelöst wurde, sondern dass sich auch die geistige Leistungsfähigkeit leicht, man muss sagen, sehr leicht verbessert hat. Viele Alzheimer-Experten sind der Meinung, dass das zu früh ist, dass dieses Medikament zwar durchaus ein Hoffnungsträger sein kann, dass aber der Effekt auf die geistige Leistungsfähigkeit so gering ist, dass eine Zulassung und ein Einsatz dieses Medikamentes verfrüht ist. Und ich muss sagen, dass ich auch der Meinung bin, dass dem so ist. Das ist eine interessante Substanz. Aber wenn Sie sich zurückerinnern an die Folie, die ich Ihnen zeigte, dass eben es mindestens drei verschiedene Mechanismen gibt, die für eine Alzheimer-Demenz zuständig sind, nämlich nicht nur das Amyloid, sondern auch die Neurofibrillen und die Hirnbotenstoffe. Und dann ist auch relativ klar, dass eine Substanz, die nur gegen einen dieser Mechanismen wirkt, nicht dazu führen wird, dass es wirklich zu einer eklatanten Befundbesserung und zu einem eklatanten Therapieeffekt kommen wird. Das heißt, also das ist hochspannend, aber ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu viele Hoffnungen erweckt. Und ich habe hier nochmal so ein paar Konsequenzen einer solchen Zulassung, wenn sie denn in Deutschland käme, was überhaupt nicht klar ist, weil auch die europäische Zulassungsbehörde zustimmen müsste. Es gäbe viele, viele Probleme. Das fängt damit an, dass die Patienten, die in dieser Studie getestet wurden, eine relativ leichte Form einer Demenz aufwiesen. Das heißt, alle Patienten mit einer mittelschweren, fortgeschritteneren Demenz wären für diese Therapie nicht geeignet, weil die Veränderungen des Gehirns eben schon so weit vorangeschritten sind, dass man sich von so einem Medikament keine Wirksamkeit erwarten darf. Also es wird eine große Zahl besorgter Älterer geben, die gerne behandelt werden möchten, denen man aber sagen muss, es wird bei ihnen halt eben leider nicht mehr wirken. Dann muss man natürlich auch die Diagnose einer Demenz sicherstellen können. Dieses PET-CT ist eine extrem teure und aufwendige Untersuchung, die man jetzt nicht bei jedem Patienten mit einem Demenzverdacht durchführen kann. Vielleicht wird es in den nächsten Jahren diese Bluttests geben, die das einfacher machen. Natürlich hat das Medikament auch Nebenwirkungen. Es gibt solche Antikörpertherapien, die selbst wiederum zu einer Entzündung auch des Gehirns führen, und man hat eben Verwirrtheitszustände, Kopfschmerzen, Übelkeit, Stürze gesehen, und da wird man gucken müssen, wie sich das bei einer Fortführung der Studien, und das ist von der FDA gefordert worden, dass weitere Studien erfolgen, wie sich das darstellt. Nur gering betroffene Patienten, hatte ich schon gesagt. Es ist eine extrem teure Therapie, die in Amerika jetzt 56.000 Euro pro Jahr kosten wird. Und auch da ist, glaube ich, klar, dass jedes Gesundheitssystem in große Probleme bringen wird und dass man natürlich fordern muss, dass eben so eine teure Therapie auch wirklich dann einen signifikanten Effekt bringt. Also Sie sehen schon, das sind viele offene Fragen. Können wir gerne auch gleich im Chat noch auf Fragen Ihrerseits eingehen. Wichtig ist,
Versorgung der Demenz. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht wenige Angehörige von Demenzkranken vielleicht unter Ihnen sind. Und ich sage den Familien immer, ich finde das großartig, wie Sie sich um Ihren demenzkranken Angehörigen kümmern, aber Sie müssen auch an sich denken. Und Demenz ist eine enorm anstrengende Erkrankung. Das weiß jeder, der mit Demenzkranken zu tun hat. Und hier im Hamburger Westen gibt es ein großartiges Demenznetzwerk in Flottbeck. Das habe ich hier mehrmals so exemplarisch aufgeführt. Es gibt aber eigentlich in allen Regionen Deutschlands, zumindest in den etwas größeren Städten, gibt es Niederlassungen von der Alzheimer-Gesellschaft. Also da muss man entweder mal im Netz gucken oder mal den Hausarzt vielleicht auch kontaktieren, die das oftmals wissen. Aber Sie müssen sich Hilfe suchen, denn Sie können alleine, wird die Erkrankung an einen Punkt kommen, wo Sie nicht mehr in der Lage sind, dem Herr zu werden. Ja, und Angst vor Demenz, den einen oder anderen von Ihnen wird vielleicht diese Angst auch dazu getrieben haben, heute Abend bei unserer Sprechstunde Altona dabei zu sein. Immer schön dranbleiben ist leicht gesagt, wenn man eine Demenz hat, aber wenn man noch keine Demenz hat, und dann habe ich Ihnen hoffentlich vermittelt, dass es gut ist, wenn man positiv denkt und dass man eben auch im hohen Alter noch aktiv sein kann und dass Aktivität geistig und körperlich im Alter dazu führt, dass die Demenz mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit auftritt. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt noch für Fragen im Chat zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, und dann will ich gleich hier mal schauen, welche Fragen im Chat aufkommen. Ja, da haben wir eine sehr spezielle Frage. Kann eine erfolgreich durchgeführte Ventrikulozisternostomie im Alter von 31 Jahren Einfluss auf das spätere Auftreten einer Demenz haben? Also das muss man, glaube ich, den Zuschauern ein bisschen erklären. Eine Ventrikulozisternostomie ist ein neurochirurgischer Eingriff, wo eine kleine Sonde ins Gehirn eingeführt wird und das Hirnkammersystem, der Boden der dritten Hirnkammer aufgeschlitzt wird, um zu gewährleisten, dass das Nervenwasser gut zirkulieren kann. Also die Voraussetzung ist, dass man dort offensichtlich in jungen Jahren, mit 30 Jahren schon, einen Hydrocephalus diagnostiziert hat. Wenn das frühzeitig und erfolgreich behandelt wurde und das Nervenwasser gut zirkuliert, dann muss das nicht bedeuten, dass man später mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Demenz erleidet. Dann ist hier mehr ein Beitrag, ja, dem stimme ich zu. Hier schreibt eine Zuhörerin, dass ein Antrag auf Zulassung für Europa gestellt ist, über den noch in 2021 entschieden werden soll. Ja, ist vollkommen richtig. Das steht an und es wird sicherlich spannend sein zu schauen, wie die europäische Zulassungsbehörde damit umgeht. Dann eine andere Frage, vaskuläre Demenz, wo findet man Infos? Das Internet ist in diesem Falle nicht sehr hilfreich. Also die wichtigste Info zum Stichwort vaskuläre Demenz ist, das ist die Demenzform, die man sehr viel besser verhindern kann als Alzheimer-Demenz, weil sie die gleichen Risikofaktoren hat wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Alle Risikofaktoren, die zu einer Verkalkung von Gefäßen führen. Und gut, es gibt viel Fachliteratur dazu. Wundert mich ehrlicherweise. Also wenn Sie mal Demenz nach Schlaganfall zum Beispiel googeln oder Demenz und Mikroangiopathie, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie dort durchaus was finden. Und dann die Frage Gedächtnissprechstunde, wie lange muss man warten? Das ist, glaube ich, von Stadt zu Stadt und vielleicht auch Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich. Also es ist ja selten so, dass es um eine Notfalluntersuchung gehen würde. Und zumindest hier bei uns in Altona ist es so, dass man meistens innerhalb von 1 bis 2 Monaten doch auch einen Termin bekommt. Wie viel Einfluss hat die Vererbung? Ja, ist eine schwierige Frage. Ich hatte am Anfang, bin ich kurz drauf eingegangen. Also ich will mal so sagen, wenn es in Ihrer Familie mehrere Familienmitglieder geben sollte, die im Alter von 60 Jahren schon eine Alzheimer-Demenz entwickelt haben, dann ist das sicherlich eine Konstellation, wo man
überlegen muss, ob das in der Tat vielleicht eine solche seltene Form einer Alzheimer, einer familiären Alzheimer-Demenz ist, dann würde ich Ihnen raten, dass Sie sich an eine Gedächtnissprechstunde an einer Universität, Ihrer nächsten Universitätsstadt wenden. Da gibt es oftmals dann Möglichkeiten, das dann ein bisschen früher zu untersuchen. Man muss sich natürlich immer überlegen, angenommen, Sie sind jetzt 40, Sie sind 20 Jahre oder 30 Jahre und haben eine 60-jährige Mutter, die eine Alzheimer-Erkrankung hat. Und dann muss man sich natürlich sehr gut überlegen, ob man wirklich wissen möchte, ob man in den Genen eben auch diese Erkrankung trägt, wenn es letztendlich zurzeit noch überhaupt gar keine wirklich wirksame Therapie gibt. Also muss man gut überlegen, sobald eine wirklich wirksame Therapie im Frühstadium zur Verfügung steht, dann hat das insgesamt sicherlich eine ganz andere Wertigkeit. Aber ich glaube, da kann ich Ihnen noch raten, da mal sich von Ihrem Hausarzt in eine Universitätsambulanz überweisen zu lassen, die eben vielleicht auch wissenschaftlich auf dem Gebiet der Demenz arbeiten, um das zu besprechen. Gut, bin über 70 Jahre alt, habe Brille, Hörgeräte und Prädiabetes. Nun im Lockdown-Zeit bin ich schusseliger geworden, suche oft meine Brille. Muss ich mir Gedanken machen? Ja, das ist so eine klassische Beschreibung und vielleicht auch nochmal eine wichtige Ergänzung. Klar, je mehr man eine Seheinschränkung hat und eben aufgrund des eingeschränkten Sehens Probleme hat, zum Beispiel zu lesen, also Informationen aufzunehmen, oder aber auch vielleicht auch zusätzlich noch eine Hörstörung hat und auch schlecht hört, dann sind das natürlich alles Dinge, die es einem sehr, sehr erschweren, das Gehirn zu trainieren. Wenn es nur darum geht, dass Sie hin und wieder mal irgendetwas suchen, dann müssen Sie sich sicherlich noch keine Sorgen machen, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie das getan haben. Sie sollten natürlich mit Hilfe des Hörgeräteakustikers und mit Hilfe des Augenarztes versuchen, dass Sie diese wichtigen Funktionen, die ja auch Hirnfunktionen sind, nämlich Sehen und Hören, dass Sie die so gut wie möglich erhalten und nutzen, denn das ist letztendlich auch Vorsorge von Demenz. Dann geht es hier weiter. Die nächste Frage. Im Alter von 55 Jahren platzte ein Hirnaneurysma. Ein Teil des Kurzzeitgedächtnisses musste entfernt werden. Ich bin jetzt 73 Jahre alt und habe enorm gute Erinnerungen bis zum dritten Lebensjahr zurück. Ich bin ehrenamtlich täglich 4 bis 5 Stunden tätig, habe sehr viele aktive Kontakte zu unterschiedlich alten Menschen. Kann das geplatzte Hirnaneurysma Demenz begünstigen? Also, zunächst mal prinzipiell ja. Wenn man, wie bei Ihnen, ja nicht nur ein Hirnaneurysma hatte, sondern offensichtlich die Behandlung dieses Aneurysmas, das Abtragen, der Verschluss des Aneurysmas schwierig war und Hirnteile dabei Schaden genommen haben, dann ist das zunächst mal natürlich etwas, wo man sagen muss, kognitive Reserve könnte vielleicht eingeschränkt sein. Wenn ich aber jetzt hier von Ihnen höre, dass Sie mit 73 Jahren so aktiv sind, ein gutes Erinnerungsvermögen haben und, was ich sehr gut finde, 4 bis 5 Stunden ehrenamtlich tätig sind, dann glaube ich nicht, dass Sie sich große Sorgen machen müssen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Teilaspekt. Das Gehirn altert, wenn es nicht genutzt wird. Wenn Sie ehrenamtlich tätig sind, und das bedeutet ja Kommunikation, das bedeutet auch intellektuelle Herausforderungen, das bedeutet Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, dann ist das die beste Demenzvorbeugung, die Sie nur machen können. Da kann ich Sie nur bestärken, dass, solange es nur irgendwie geht, weiterzumachen. Ja, gut, mal gucken, ob wir noch weitere Fragen haben. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen und würde mich dann auch bei Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen, haben profitiert. Es gibt Hoffnung, gar keine Frage. Man wird sehen, wie die Zulassung dieses neuen Medikamentes läuft. Man muss realistische Erwartungen haben. Auch das ist kein Wundermedikament. Aber ich glaube, es ist ein kleiner Baustein hin auf dem Wege zu einer Behandlung der Demenzerkrankungen. Aber bis das soweit ist, denken Sie dran, Sie selbst können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich hoffe, dass ich Sie da ein bisschen motivieren konnte, dass Sie diesen Weg, der ja auch Spaß machen kann, Sport und Kommunikation mit anderen, dass Sie diesen Weg gehen. Und damit wünsche ich einen schönen Abend
Und danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Tschüss.